Das war das vorletzte Rennen der Saison 2017 in der Formel 1 und wir sind mit Nachspielzeitpunkt Rocks wieder dabei mit der Analyse. Andreas Richter ist mein Name. Herzlich willkommen bei uns für den Besuch, sage ich schon mal. Herzlichen Dank im Namen von unserem ganzen Team. Das Rennen heute war nicht wirklich der Brüller, wie so viele Rennen in der Saison. Aber immerhin, herzlichen Glückwunsch an Sebastian Vettel und die Scuderia Ferrari. Der nächste Sieg für die Roten. Fairerweise muss man aber sagen, Lewis Hamilton, der Weltmeister, war definitiv der Mann des Rennens. Warum? Nach seinem Unfall im Qualitraining nur als Letzter, als 20. gestartet, war er am Ende fast noch auf dem Treppchen hinter Bottas und Räikkönen auf Rang 4 mit knappem Abstand. Also er hat gezeigt, wer der schnellste Mann im Feld war, definitiv Lewis Hamilton. Ansonsten gibt es nicht viel zu berichten von diesem Rennen, da war wirklich kaum Action geboten. Strahlender Sonnenschein, warme Temperaturen, fast so wie in den Anfangsjahren, denn das Rennen gibt es erst seit 1973 im Formel 1 WM-Kalender. Und ganz interessant, in der Anfangsphase, in der Anfangsgeschichtsphase dieses Rennens gab es 1975 den ersten brasilianischen Sieg eines Fahrers, der auch damit seinen einzigen Karriere-Formel-1-Sieg überhaupt landete. Das war José Carlos Pache, nachdem die Rennstrecke heute benannt ist. Dieser Carlos Pache ist leider vor genau 40 Jahren 1977 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Er fuhr damals als Teamkollege von Carlos Reutemann einen dieser wunderschönen Brabham Ford BT44. Vielleicht der eine oder andere kennt es aus Büchern oder aus Fernseharchivaufnahmen. Also dieser Carlos Pache ist der Namensgeber der Rennstrecke. Das war der Aufhänger für diesen kurzen Blick in die Geschichtsbücher. Räikkönen und Bottas haben solide Rennen heute abgeliefert, um an die Gegenwart anzuknüpfen. Vettel ein fehlerfreies Rennen, aber nochmal, Lewis Hamilton war eindeutig der schnellste Mann. Und man braucht nicht groß zu philosophieren, wenn er in der ersten oder zweiten Startreihe gefahren wäre, gestartet wäre, dann hätte er dieses Rennen wohl mehr oder weniger überlegen gewonnen. Dahinter war nicht viel los. Hülkenberg hat Sainz im Schach gehalten, seinen neuen Teamkollegen, den Spanier. Aber das war es auch schon. Mehr möchte ich gar nicht in die Details gehen. Deshalb, wir sehen uns beim letzten Saisonrennen, dann Abu Dhabi wieder hier bei Nachspielzeitpunkt Rocks. Ich sage nochmal danke für euren Besuch heute. Tschüss, sagt euer Andreas Richter. Bis bald.